Hallo, von mir gibt es heute ein kurzes, knackiges Video zu diesen zwei Akkus bzw. zu dem Ladegerät und der Tasche. Das wird als Gesamtpaket, als Kombipaket so geliefert, kann man bei Amazon kaufen. Und zwar ist das von Vemico, V-E-M-I-C-O geschrieben, Vemico. Das ist ein Kombopaket, Dual Charger, zwei Akkus, das sind jetzt die Canon LPE6 Akkus mit 2100 mAh und halt so ein Täschchen dazu. Kostenpunkt 30 Euro habe ich mir vor ein bisschen mehr als einem halben Monat oder zwischen einem halben Monat und einem Monat gekauft. Habe also diese Akkus jetzt schon mehrmals im Einsatz gehabt, mehrmals laden können. Und ja, ich erzähle euch ganz kurz, wie meine Erfahrungen damit sind. Schaut weiter. Also, wenn ihr eine Canon Spiegelreflex oder spiegellose Kamera habt, dann müsst ihr eines erstmal wissen, bei diesen größeren Modellen, also wie bei der 5D, R5, EOS R, 5DS, 6D und so weiter, da gibt es ein Akkuformat, die haben alle die gleiche Form, funktionieren auch alle bei den Kameras, in den verschiedenen Kameras, aber es gibt drei verschiedene Akkus. Der älteste, den es gibt, das ist der LPE6, dann gibt es den LPE6N und jetzt mit Einführung der R5 und R6 kam jetzt auch der LPE6NH raus. Der soll ein bisschen mehr Leistung haben, länger durchhalten und das Interessante ist, also der neueste, der LPE6NH, ist auch der teuerste, der hat 2130 mAh, der ist auch mit dieser R6 mitgeliefert worden. Kostet aber auch fast 100 Euro, beziehungsweise habe ich gerade online geschaut, das günstigste Angebot, das ich gefunden habe, war bei 90 Euro. Ist ein Batzen Geld für so einen Akku und wer meinen Kanal kennt und schon öfters geschaut hat, der weiß, dass ich eher ein Verfechter von Nachbauakkus bin. Und das Interessante ist, dass diese Akkus von Vemico haben 2100 mAh, obwohl laut Aufdruck hier hinten ist es nur ein LPE6 Akku, also der älteste Akku, die Akkuart und trotzdem 2100 mAh, was eigentlich sehr gut ist. Ich habe hier ein paar Vergleiche, also ich habe hier zum Beispiel von Baxter diese roten Akkus auch, das ist ein E6N Akku, der hat 2040 mA, minimal weniger als der von Vemico. Ich habe hier noch einen Canon Akku, das ist ein LPE6N. Der hat, also der offizielle, 1865 mA, also auch weniger. Dann habe ich hier einen von Bluemax Nachbauakku, das ist ein LPE6N, auch der hat 2040 mA. Und ich habe hier noch einen älteren von Henel, den habe ich bei Saturn mal gekauft, das ist noch ein älterer LPE6 Akku, der hat nur 1650 mA. Also das ist schon mal ein großer Sprung von 1650 zu 2100 und die ganz neuen haben halt etwas mehr. Die haben 2130 mA. Obwohl das eigentlich nur ein E6 laut Aufdruck ist. Online, wenn man den kauft, steht ein N auch noch dran, also LPE6N. Und ich muss sagen, im Grunde ist es mir auch wurscht, ob es jetzt ein LPE6N ist oder ein NH. Man muss nur bedenken, laut Handbuch der Canon EOS R5 funktionieren gewisse Funktionen nur mit den ganz neuen Akkus. Ich glaube, hierzu gehört 8K Filmen oder auch die ganz schnellen Serienbildgeschwindigkeiten, wo man 20 Bilder die Sekunde oder so verwendet. Da braucht man superschnelle Speicherkarte und auch die leistungsfähigeren Akkus. Warum genau, das kann ich euch nicht sagen. Ist aber so. Das wird wahrscheinlich mit den Akkus nicht funktionieren. Wer normal fotografiert, wer normal filmt, so wie ich hier, ja, für den genügen diese Akkus. Jedenfalls, was ich noch ganz als wichtig empfinde, ist, dass diese Akkus auch als Original quasi in der Kamera wahrgenommen werden. Weil das ist das Problem. Manchmal kauft man Nachbauakku, hat aber jetzt eine neuere Kamera wie die R5 und ja, man tut dann diesen Nachbauakku rein und dann zeigt die Kamera an, nachdem man sie gestartet hat, es handelt sich nicht um einen Original-Akku, hat dieser Akku ein Canon-Logo, dann muss man ja und nein drücken. Und wenn man nein drückt, funktioniert er trotzdem, aber man hat keine Anzeige, wie viel Akku noch übrig ist.
Und das ist, wenn man shootet, relativ nervig, weil man weiß nicht, wann der jetzt leer wird. Da kann es sein, dass man gerade irgendwas aufnimmt, Video zum Beispiel, und plötzlich geht er aus. Und das Gute ist bei diesen Vemico-Akkus, der wird normal erkannt. Im Kameramenü zeigt er auch normal die Streifen an, wie voll der ist oder wie leer der ist. Also das ist schon mal positiv. Das ist immer meine größte Sorge, wenn ich einen Nachbau-Akku kaufe. Weiters kann ich sagen, ja, die funktionieren. Mehr muss man nicht sagen. Kostenpunkt 30 Euro für dieses Gesamtpaket, also Tasche, Doppelladegerät mit zwei Akkus. Ja, 30 Euro, da kommen wir pro Akku auf weniger als 15 Euro, wenn man das noch mit einberechnet. Ich habe auch sehr gern diese Doppelladegeräte, wenn ich unterwegs bin, da kann man dann wenigstens zwei ran gleichzeitig laden. Das finde ich immer sehr angenehm. Und ja, was kann man da groß falsch machen? Wir reden hier über 30 Euro für zwei Akkus und ein Ladegerät. Ist auf jeden Fall sinnvoller, finde ich, als jetzt um 100 Euro den Original zu kaufen. Ich weiß, da sind immer viele Kommentare, dass der Original trotzdem irgendwie besser ist, aber ich habe noch keine Probleme mit den Nachbarakkus gehabt und witzigerweise gerade sind meine Originalakkus öfter schon eingegangen. Also ich habe schon zwei Canon Originalakkus gehabt, die defekt geworden sind, unter anderem auch der, deshalb habe ich hier auch einen Sticker drauf, defekt, damit ich den bloß nicht einpacke. Also ich bin eher so ein Nachbauverfechter und lieber ein, zwei mehr kaufen und auf der Nummer sicheren Seite sein, auf Nummer sicher sein. Ja, also die Akkus funktionieren. Ich habe jetzt die letzten Videos auch immer mit denen gefilmt, absichtlich, damit ich die auch testen kann. Die sind jetzt mir meiner Meinung nach nicht schneller leer geworden, haben aber auch nicht unbedingt länger durchgehalten. Aber sicher, bei diesen Milliampere-Zahlen merkt man die Unterschiede nicht, ob der jetzt 2100 hat oder 1900 oder was immer. Das ist echt schwierig zu erkennen. Da haben andere Sachen mehr Einfluss auf die Akkuleistung jetzt als nur diese Akkus. Jo, was noch erwähnt werden sollte, das Ladegerät kommt mit einem USB-C-Kabel, also einer der moderneren USB-Kabel schon, was ich sehr gut finde. Meiner Meinung nach sollte einfach alles USB-C jetzt haben. Es kommt jedoch ohne Ladegerät. Heißt, du musst das ein eigenes haben vom Handy oder was oder beim PC einstecken oder keine Ahnung, wo ihr USB-Ports habt, das verwenden. Das Laden mit dem funktioniert super, da ist ein kleiner Display, der anzeigt, wie voll die sind oder wie lange die noch laden müssen. Hat jetzt auch mit meinen anderen Akkus gut geklappt, ich habe die verschiedene probiert da zu laden, das hat alles funktioniert. Ich muss aber darauf hinweisen, dass auf Amazon einige Rezensionen sind, die wegen des Ladegeräts nur einen Stern vergeben. Da wird oft geschrieben, die Akkus sind zwar gut, funktionieren, Ladegerät aufpassen. Bei dir zum Beispiel mit dem Nachbau-Ladegerät einen älteren Original-Canon-Akku reingetan und der war dann defekt. Also, kurzer Warnhinweis, vielleicht, wenn ihr den verwendet, nur die Nachbau-Akkus verwenden oder nur die neuen, keine alten Akkus reintun, weil ja, da wird halt diskutiert in den Rezensionen, woran das liegen kann, dass die Spannung nicht komplett stimmt. Ich bin kein Elektrotechniker, ich will da jetzt nicht meine Meinung zu geben. Ich kann nur sagen, bei mir hat es bisher funktioniert, aber ich glaube, es ist wichtig, dass ich darauf hinweise. Ob man so ein Täschchen braucht, ist dahingestellt, brauche ich nicht. Das wird bei mir wahrscheinlich im Müll landen. Und jo, das war's eigentlich. Mehr muss ich nicht sagen. Ich würde mich über eure Meinungen freuen. Ich bin bisher mit diesen Vemico-Akkus so ganz zufrieden und viel Spaß beim Fotografieren. Und falls euch das gefallen hat, bitte abonniert den Kanal, bitte kommentiert drunter, bitte hinterlasst ein Like. Ich weiß, das sagen alle, ich weiß, das ist immer nervig, aber es macht einen riesen Unterschied für uns, die diesen Content produzieren, weil wenn da keine Likes kommen oder keine Kommentare und keine Abos, dann hört man halt irgendwann auf, diesen Content kostenlos zu produzieren, weil irgendwie will man ja motiviert bleiben. Zusätzlich Instagram-Kanal werde ich auch einblenden, würde ich mich natürlich auch freuen. Bin da immer sehr aktiv, probiere täglich zu posten. Da werden eher meine normalen Fotos gepostet, weniger das YouTube-Zeug. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Fotografieren. Ciao.